Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizons. Mach doch mal Licht hier. Hallo? Licht. Danke. Oh Gott. Meine Güte. Licht verteilen. Au. Das ist irgendwie mega ungemütlich hier. Mit so wenig Licht. Okay. Hier. Nein. Da. So. Was gibt's denn für Türen? Door. Afuk. Aha. Aha. Carpenter! Yeah, Mann! Oh, sliden mit doch. Oh, ja, das gefällt mir. Ja. Was gibt's sonst noch? Curtain. Was sind das für Türen? Kann man die so? Nein, kann man nicht. Nein. Vanishing Frame. Was ist das? Paper Wall. Achso, das ist keine Tür. Glas und Holz. Absolut. Wir brauchen Glas. So. Die sind nämlich sau cool, die Türen. Gab's hier Sand? Ja, das gab es. Kommen wir hier raus? Hier kommen wir noch raus. Wunderbar. Hup. So. Gucken wir mal. Allihopp, allihopp. So, wird's schon wieder dunkel gerade? Ernsthaft? Was ist denn los mit diesem Spiel? So. Dirt. Dann wollen wir sicherlich, ein paar Sticks und so. Und so. Und dann. Nee, das ging anders. Das ging anders. Das ging mit Sticks. So, glaube ich. Ja. Carpet, das ist Wedge Slope. Eine hübsch kleine Schräge. Einfach nur wupp, zum Hochkommen. Finde ich ganz cool. So, legen wir das mal schnell hin, damit gar nicht erst so viele Monster uns hier auf den Sack gehen wollen. Ich trinke einen Schluck. Und dann brauche ich einen Ofen. Einen Ofen habe ich, ja. Den Cascade-Ofen werden wir später erst benutzen. Ich tue ihn mal hier hinstellen. Sand. Schwupp, hier, viel Spaß. Können wir ruhig mal wieder anpflanzen gehen, irgendwie. Ich glaube, ich wo. Gar keinen Platz. Ah. Andyman. Oh, da ist ein Ding jetzt gewachsen. Ein Zitronenbaum. Nice. Nur den Andyman nicht angucken. Gut. Ah, das wird gut. Den. Obwohl, den sollte ich vielleicht jetzt mal ein bisschen wachsen lassen. Dass alle durch sind. Was ist denn los mit dir, Andyman? Mein Gott. Chill doch mal. So. Dann können wir hier mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht. Was haben wir denn? Nee, wir haben alles in der Nähe irgendwie außer Chickens. Wir haben Schweinchen und Kühe. Die könnten wir eigentlich mal ranholen und in den Stall packen oder so. Für Essen? Ich weiß nicht. Weil Essen ist hier, glaube ich, nicht so das Problem. Wir haben jetzt Zitrusfrüchte ohne Ende und Tee. Ja, Tee ist auch ganz wichtig. Ganz viel Tee. Okay, einmal kurz. Habe ich das Gas eigentlich? Nein, habe ich nicht. Ich hab's auch. Hey! Ich glaube, es hackt. Jetzt. Hallo! Mist. Hallo? Komm mal her! Komm! Auch dann nicht. Dann halt mich. Mann. Ah doch, es ging es. Okay. Nein. Oh, juckt. Aua. So, dann bauen wir mal unsere coolen Schiebetüren. Oh yeah. Die sind so cool. Wir nehmen einen Birkenboden.
Und von außen. Yeah. Yeah. Aufschreiben, Schiebetüren texturieren. Wo ist meine Texturierungsnotizenseite? Da ist Schiebetüren. Türen texturieren. Der Mod heißt Malisi Stores. Malisi Stores. Wird gemacht. Wisst ihr Bescheid? Okay. Dann könnten wir ja mal eben. Ja. Ah, herrlich. Das auch noch. Okay. Crates kommen in Jacke. Das wird auch gestapelt. Ist da was drin? Nein. Dann kommt hier der Kohle-Container. Hier die Bottles. Crate-Dings. Oh. Kleine Box. Pfanne oder Topf. Und die Eier kommen hier oben drauf. Nein, die kommen nicht hier oben drauf. Die kommen hier drauf. Ja. So. Es ist. Ach oh Gott. Ich. Oh. Okay, was haben wir denn hier? Flaxseeds, das ist gut, ja. Tea Saplings, Aura Note Dinger. Okay, was gibt's eigentlich für Tools? Haben wir? Ich kann mal ganz kurz in die Picken-Abteilung gucken. Wow, Dark Matter. Die sieht auch fancy aus. Fancy, fancy. Wind Infused. Mhm. Essential Craft 3. 3? Wow, warum habe ich von 1 und 2 nichts gekriegt? Krass. Okay, aber was anders. Au, hinsetzen. Was ist das? Cropped Pick. Okay. Interessant. Ich denke, wir sollten uns einfach mal in die Erde buddeln. Dafür nehme ich das noch mit. Das bleibt hier, du kommst mit, du kommst auch mit, das bleibt hier, so, 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 ja, 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 Erbfurchen für unterwegs, okay, du kommst mit und du auch, okay, dann wollen wir mal los, so, in der Hoffnung, was Cooles zu finden. Licht machen hier. So, wir haben auf jeden Fall schon mal ganz viel Limestone. Das kann ja für Titan brauchen. Naja, werden sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist quasi auch so ein freies Modpack, ne? Wie ihr schon gesehen habt, es gibt kein Questbuch. Das heißt, wir mogeln uns hier mal durch und gucken, dass wir mal irgendwie jeden Mod, den wir noch nicht so gut kennen, einfach mal, ja, antesten und ein bisschen was mitmachen. Mal gucken, was bei rumkommt. Welche Höhe sind wir eigentlich? 57, das geht ja eigentlich noch. Gar nicht so weit oben. So, Hauptsache erstmal in die richtigen Tiefen kommen. Oh, da haben wir schon das erste neue Erz. Was ist das? Zink von Blue Power. Kann ich es mitnehmen? Ja. Nice, nice. Kann ich aus Zink, wenn ich, darf ich daraus Picken machen oder irgend so ein Scherz? Oh, wir haben E3 drin. Ja, das ist nice. Oh mein Gott. 4. Oh. Oh. Oh, Freunde. Wir haben einen Mod hier drin, der 1A ist. Also, wow. Seht ihr dieses Model? Dieses Model, das aktuelle, ist das echte Model dieses Crushers. Und der ist riesengroß. Und, ich glaube, es heißt Insel. Hier. Immersive Engineering. Das ist so ein geiler Mod. Also nicht nur, also es ist quasi so ein richtiger Factory-Mod. Also Factory im Sinne von Factory. Und die Modelle der Multistrukturen ist einfach so pornorös geil.
Es ist, also, so einen schönen Mod habe ich lange nicht gesehen. Also, der Herr, ich weiß gar nicht, Damien Hazard oder so heißt er, glaube ich, der die Modelle und Texturen für die ganzen Sachen macht und halt auch einen Mod macht, der macht so eine schöne Pixelarbeit, da will ich auch gar keine Texturen für machen, weil die Pixelation quasi so hübsch ist. Das ist echt, das ist beeindruckend. Also, ich muss sagen, ich bin beeindruckt von diesem Mod. Er ist zwar mega simpel eigentlich, von der Art her, aber er sieht so schön aus. Es ist wunderbar. Ich glaube, wenn es interessiert, wie das Ganze aussieht, im aktuellen ForgeCraft-Pack ist es drin. Das heißt, wenn man bei Direwolf 20 mal vorbeischaut, in der ForgeCraft-Serie der letzten Staffel sollte das dabei gewesen sein. Die haben so einen coolen riesen Turm gebaut und oben eine Windturbine drauf. Echt, also dieser Mod ist krass geil. Ich glaube, dann werden wir direkt damit anfangen, falls er nicht zu teuer ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der so für Ressourcen braucht. Aber ich glaube fast, dass der... Es sollte eigentlich nicht so teuer sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall müssen wir natürlich den ganzen Standardkrams erstmal finden. Also, was brauche ich denn dafür? Wahrscheinlich Tritanium ist für, wie hieß es? Meta Overdrive, genau. Daher kommt Tritanium. Ganz viel Kupfer, das ist gut. Ich glaube, für Dingens Engineering brauchen wir ganz viel Kupfer. So, zumindest sieht es mir sehr kupfrig aus. So, Zink. Da sind wir 47, sehr fein. Noch mehr. Prima, prima, prima. So. Jetzt freue ich mich sehr. Yay. Das sind so auch Mods, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe, mit denen ich gerne arbeiten würde. Und ich wusste noch nicht, wie, weil nochmal Direwolf 20 Pack spielen wollte ich eigentlich nicht. Deswegen, wenn es jetzt hier drin ist, passt es ja perfekt. Ist geil. Und Equivalent Exchange 3 habe ich auch noch nicht selbst richtig gespielt. Das heißt, können wir auch machen. Ich freue mich. Ich freue mich jetzt so richtig auf das Pack. Ich habe erst gedacht, halt, ja, Pack, klar, irgendwas muss man ja irgendwie spielen, mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Aber jetzt ist es richtig cool. Jetzt freue ich mich sehr, sehr, sehr. So, weiter geht's. So eine Höhle wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder so ein cooler Mainz-Stollen wäre auch nice. Ich glaube, wir müssen stupide graben. Oh, Lava. Auch gut. Moment, aber kurz. Hals kratzen. Nee. Mehr Fackeln. So. Okay, wie machen wir so ein Clevers denn? Hallo. So. Okay, so. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir Lava wirklich brauchen. Keine Ahnung. Was haben wir da vorne? Da ist noch Eisen auf jeden Fall. Hm. Wir graben uns mal außen rum. So. Schade. Da haben wir das. So. Was haben wir denn hier? Aluminium, Silikon. Ach ja, genau. Von Galacticraft. Hast du gerade war? Aber das nicht, ne? Nein, natürlich nicht. So, gucken wir mal, was wir noch so Feines finden hier. Ja. Da ist noch Kohle. Und sonst so? Nicht so viel. Okay, vielleicht einfach mal hier einen Steg bauen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Lava brauche. Ich habe keine Ahnung. Deswegen lasse ich auf jeden Fall ein bisschen da stehen. Können wir hier einfach mal weiter geradeaus gehen. Gucken, ob wir noch irgendwas Nettes finden. Falsch, ob welche Höhe sind wir? 35, wir sind noch gar nicht am Ende angekommen. Mensch, da müssen wir noch ein bisschen tiefer. Ups, das wollte ich gar nicht. Mist. Naja. Tschüss. So.
So, komme ich hier tiefer? Eigentlich schon, oder? So. Ja, das könnte hinkommen. Okay, wo sind meine ganzen Fackeln? Habe ich nicht gerade Fackeln? Ah, da. So. Höhe 31. Wir müssen noch ein ganzes Stückchen tiefer. Ah, Compressed Coal. Nice, nice. Dann. Das ist mal schön hier. Oh, nee. Oh. Haben wir soeben Öl gefunden? Ja. Ich glaube, wir haben Öl gefunden, Freunde. Nice. Okay, das heißt, hier mache ich mal kurz einen Punkt. Und zwar Waypoint mit New Oil. Das war in so einem bläulich-gräulich. So, safe. Sehr schön. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Osmium. Willkommen, Osmium. Mechanism. Auch ein Supermod. Mag ich gern. Neues Aluminium und Kohle. Wir sind allerdings weiter nach unten, Freunde. Wir sind noch nicht zur Destination angekommen. So. Licht nicht vergessen. Was ist das? Ist Silicon. So, da ist wieder Cobblestone. Wie gesagt, Cobblestone hier ist World Gen bedingt und nicht ein Mob-Spawner. So. Ich sollte trotzdem zwischendurch was essen. Das wäre nicht ganz so eine schlechte Idee. So. Wo sind wir? 24. Ich habe Wasser gehört. Ich höre Kühe. Cassiterit. Was ist denn das für ein Erz? Cassiterit. Aluminium. Interessant. Zinn. Ah, nice. Tritanium. Nochmal Zinn. Nochmal davon. Okay. Interessant. Hier Olava. Silicon. Glaube ich von da. Da ist noch mehr Eisen, ne? Wunderbar. Ich glaube, ich baue jetzt mal eben ganz kurz. Ja, genau. Zack. Ofen hatte ich ihn dabei gehabt. Ach, den habe ich genau gerade verloren, stimmt. Noch einen Ofen bauen. Ein bisschen Eisen brennen. Hier direkt volle Power, was soll's. Für eine Eisenspitzhacke können wir ein bisschen mehr mitnehmen. Das wäre zumindest ganz gut. Native Copper. So, so. Alle hopp, hopp. Dankeschön. So, sticke die Sticks. So, wunderbar. Und wir brauchen noch ein paar mehr Steinspitzhacken. Drei Stück. Absolutely. So, zack und das kommt hier raus. Wunderbar. Warum habe ich eigentlich die Axt hier vorne drin? Ich habe keine Ahnung. So. Bin ich mal langsam fertig hier. Währenddessen kann ich ja schon mal hier ein bisschen abbauen. So, Eisen. Das gute Zeug. Wunderbar. Silicon. Und das lustige andere Zeugs. Fertig. Wunderbar. So.
So. Nein, das da bitte. Danke. Jawohl. Sollten wir hier alles abbauen können eigentlich? Hoppala. Das auch, ja. Ah, dauert zwar ewig, aber es geht, ja. Meta Overdrive. Bin mal gespannt, was der Mod alles kann. Meine Güte, hier ist aber auch ein Zeug, ne? Das ist der Wahnsinn. So, noch mehr Aluminium. Da ist noch Kohle. Was hier im Mod noch cool gewesen wäre, hier der Gas-Mod, dass man hier unten auf Gase stößt. Das wäre bestimmt ganz witzig. Wobei auch nicht unbedingt immer so witzig, ne? Wenn man dann das Gas nach oben steigt und an den Fackeln explodiert, ist immer nicht so witzig. Aber, oh, was ist das? Bauxit, noch mehr Aluminium. So, lass mich hier raus. Vorbei, meine ich. Oh, da ist Silber und LED. Sehr gut. Das heißt, wir haben, wenn wir mit der Mining-Tour hier fertig sind, eigentlich schon mal alles, was man so braucht. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall möglichst fix Diamanten finden werden. Dass wir das auch abgehakt haben und somit voll fett loslegen können. So, und LED und Silber. Noch mehr LED und noch mehr Silber. Yeah. Und ich würde sagen, ich buddel noch ein bisschen. Ja, nicht so viel, aber noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Höhle gefunden. Bis dahin. Ciao, ciao.